Wir sind mal wieder in Dortmund heute im Deutschen Fußballmuseum. Da sind wir sehr gerne und da sind wir auch seit Anfang dieser Saison sehr regelmäßig, weil es sich nämlich sehr bewährt hat, hier gemeinsam mit vielen Fans die jeweiligen Pokalrunden auszulosen. Da ist der Pott und heute sind wir in der Tat schon angelangt beim Halbfinale. Besuch haben wir auch. Herzlich willkommen in der Sportschau von Andreas Köpke. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Waren Sie schon mal hier im Museum eigentlich? Es ist ja wunderbar. Wir waren bei der Eröffnung da und es ist wirklich fantastisch hier, muss man wirklich sagen. Und hier sollte man sich auch Zeit nehmen. Also man muss nicht glauben, dass man hier in ein, zwei Stunden durch ist. Ja. Viele interessante Sachen da und es bringt einfach richtig Spaß hier. Hier ist so ein bisschen der 2014er Raum, an den Sie ja mit die besten Erinnerungen, also von uns beiden auf jeden Fall die besseren haben. Wir haben eins dazustellen dürfen, allerdings noch ein Exponat. Das ist Ihr Trikot von 1996. Wenn ich Sie mir so anschaue, könnte es noch passen wahrscheinlich sogar. Ne? Passen, aber die waren damals anders geschnitten als heutzutage. Also war noch nicht slimfit? Nee, war nicht slimfit, aber... Die Farbe ist noch cool, muss ich sagen. Definitiv. Woran haben Sie eigentlich die besseren Erinnerungen jetzt, wo wir Manuel Neuers Trikot sehen, als Torwarttrainer im Stab von 2014 jetzt aus Rio oder an Ihren persönlichen EM-Titel aktiv im Tor damals 96? Kann man nicht vergleichen, muss man wirklich sagen. Es ist eine andere Position, wenn man da draußen, man kann nicht eingreifen. Man ist auch nervöser, als wenn man selbst spielt, muss man sagen. Obwohl bei Manu kann man ja auch ein bisschen ruhiger das angehen lassen, der macht es ja ganz gut. Und 96, wenn man selbst gespielt hat, ist es eine andere Erinnerung. Dann kann man es noch mehr greifen. Aber zwei Ereignisse, die fantastisch waren. Ich war 20 damals. Ich war vorbehaltloser Fan. Das war schön. Über Manuel Neuer können wir gerne nachher noch ein bisschen sprechen, wie er es bald hoffentlich wieder gut macht. Sie müssen gleich erstmal ein bisschen arbeiten. Wir gehen nämlich gemeinsam runter auf die Fläche. Andreas Köpke wird auslosen und wir schauen uns an, während wir runtergehen, wer alles nach Berlin will. Vier Mannschaften sind noch drin. Ein Haken, zwei Haken, Schuss, Schuss, Tor! Schalke steht im Pokal-Halbfinale. Tor! Ein katastrophaler Fehler, wieder so ein Bock! Eintracht Frankfurt gewinnt 3:0. Was für ein Schuss! Und wieder Leno! Bellarabi! Die Entscheidung für Bayer Leverkusen! Für ein Traumtor, ein Solo-Sahne-Stückchen, das war überragender Fußball. Schalke, Frankfurt, Leverkusen, FC Bayern, wer gegen wen, wir werden es jetzt erfahren. Guten Abend Ihnen auch hier unten, herzlich willkommen und dann wollen wir Sie reinbitten, hier kommen Losfee-Ziehungsleiter mit Pokal. Andreas Köpke wird begleitet von Peter Frimuth, dem Vizepräsidenten des Deutschen Fußballbundes. Oh, danke. Ja, super. Habe sehr für den Moment gekämpft, dass ich ihn hinstellen darf. Hallo, Herr Frimuth. Grüße Sie. Schön, dass Sie auch da sind heute Abend. Haben Sie Lust? Ist doch immer ein großes Ereignis irgendwie, ne? Immer ein großes Ereignis. Und wenn es darum geht, auf nach Berlin zum Finale und jetzt die zwei entscheidenden Paarungen, das ist, glaube ich, nochmal ein besonderer Höhepunkt. Ja, ist die kürzeste Auslosung natürlich. Richtig. Immer in der Spielzeit. Aber irgendwie kribbelt es doch total. Sie haben alle Spiele gesehen unter der Woche, live und am Fernsehen. Richtig. Wer Ihrer Meinung könnte die Bayern denn überhaupt packen? Was meinen Sie? Ist zwar ein Spruch fürs Phrasenschwein, aber im Pokal ist jedes ergeblich möglich. Und im Prinzip haben natürlich zum Beispiel die Leverkusener am Dienstag eine bravouröse Leistung gezeigt, aber auch in den anderen. Herzlich willkommen an alle Leverkusener. Ich finde es toll, wir haben alle Vereinsvertreter hier. Richtig, aber auch die Eintracht hat im letzten Jahr auch bewiesen, wo im Halbfinale in Gladbach gewonnen wurde, um nach Berlin zu kommen. Also von daher, und Schalke sowieso hochmotiviert, einen Titel zu holen. Das macht das Rennen offen. Also da wurde ich, die Phrase habe ich jetzt ein bisschen belegt. Das war völlig in Ordnung, vor allem, weil Sie nicht mit diesen eigenen Gesetzen argumentiert haben. Das wäre dann, da hätten Sie sofort sein müssen. Sie müssen ja nicht losen, das macht Andreas Köpke. Haben Sie denn wunschlos, Herr Frimuth? Also ich selber habe natürlich keinen Wunsch. Na, selbstverständlich. Vollkommen klar. Der meist geäußerte Wunsch in der Phase davor, aber das war bei Andi Köpke, glaube ich, genauso, war die Aussage, nur nicht nach München. Aha. Das war so die... Botschaft. Meine Lieblingsaussage war vorhin von einem Leverkusen-Fan, ich möchte die Bayern, dann wird das Endspiel leichter. Also das finde ich, so muss man es angehen, oder? Ja, das finde ich gut. Aber Andreas, vielleicht die Bayern mal auswärts, das wäre schon so für die Spannung ganz okay, ne? Oder?
Ja, es wäre für die Spannung wäre es gut. Und man muss natürlich sagen, die vier Mannschaften, die drin sind, spielen eine richtig gute Saison. Ja. Also es wird, werden fantastische Halbfinals, egal wie die Auslosung zustande kommt jetzt. Aber wie gesagt, die Bayern sind wieder unter Jupp Heynckes sind sie richtig stark wieder, haben ihr Selbstverständnis wiedergefunden. Aber man hat gestern auch gesehen, Schalke hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht in München. Also es war schon ein bisschen mehr drin für Schalke. Wir lassen uns mal überraschen, was kommt. Ja, und jede Konstellation hat auch eine gewisse Historie. Natürlich überstrahlt wahrscheinlich Bayern-Schalke 6-6 damals, 84. Früher haben Sie noch Erinnerungen dran? Ich war 8 und habe es auch gesehen. Wahnsinnsspiel. Ja, Hammer, oder? Ja. Also, ja, kann man noch mal ein paar Bilder. Es gibt ja einen Menschen, der nicht unmaßgeblichen Anteil hatte hier. Und das Schöne ist, er ist auch hier heute Abend. Oka Gundel ist ja unsere Tribünenreporterin. Und Oka, vielleicht kannst du mal, guck mal, ich sehe schon, er strahlt. Er hat es wahrscheinlich schon ein paar Mal gesehen in seinem Leben. Herzlich willkommen, Olaf Thon. Ja, Olaf Thon, herzlich willkommen. Sie strahlen und zwar immer wieder, wenn man das sieht. Ne? Das war ein Spiel für die Ewigkeit. Ist allerdings auch schon eine Ewigkeit her. 34 Jahre. Wie lebendig sind die Erinnerungen noch? Das schönste Spiel meiner Karriere mit 18 Jahren und einem Tag. Wenn ich gewusst hätte, dass es höchstwahrscheinlich das beste Spiel meiner Karriere wäre, hätte ich sofort aufhören können. Aber dann wäre mir ja einiges erspart geblieben an Verletzungen, aber doch so die Weltmeisterschaft, Meisterschaft, UEFA-Pokal. Also es kam noch viel hinten dran, aber Pokal ist immer was ganz Besonderes. Und ich glaube, man muss auch daran glauben, auch Bayern schlagen zu können, alle drei Mannschaften. Ja, das sollte man auf jeden Fall tun. Gestern ist es Schalke nicht gelungen bei den Bayern. Trotzdem, was wäre möglich, wenn es jetzt doch zu diesem Los käme? Also erstmal war es ganz knapp und ich glaube, wenn alle in Top-Verfassung gewesen wären, Ralf Fährmann hat ein bisschen spekuliert beim Tor und, dann wäre es möglich gewesen, dort locker ein Unentschieden zu holen. Also das zeigt auch in München ist was machbar. Und deshalb einfach der Glaube im Pokal, Herr Friemuth hat es vorhin gesagt, hat seine besonderen Gesetze und so soll es sein. Aber wir wünschen uns natürlich ein Heimspiel, am liebsten gegen Leverkusen. Ja, Leverkusen ist ein gutes Stichwort. Dankeschön, Olaf Thon, bis hierhin. Dann gehen wir mal rüber zu einer der Vereinslegenden aus Leverkusen. Und das ist nämlich der Torwart, der dort sehr, sehr, sehr lange gespielt hat, Rüdiger Vollborn. 401 Spiele für Bayer Leverkusen. Das hat keiner sonst geschafft, nur Sie. Ja. Sie haben auch etwas geschafft, was sonst niemand geschafft hat. Sie waren bei beiden Titeln dabei, die Leverkusen geholt hat in der langen Vereinsgeschichte, nämlich 1988 der UEFA-Pokal und 1993 der DFB-Pokal. Wie bedeutend war das damals mit dem DFB-Pokal vor allem? Der DFB-Pokal war, also für mich persönlich war der UEFA-Pokal bedeutender. Im DFB-Pokal hatten wir unser persönliches Endspiel schon im Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt. Weil die anderen beiden Mannschaften, Hertha BSC Amateure und Chemnitzer FC, waren nicht ganz so stark wie die Eintracht. Und wir haben damals leider das schlechteste Los bekommen. Wir mussten in Frankfurt spielen im Halbfinale, die damals, glaube ich, ziemlich weit vorne waren in der Tabelle, also zumindest vor uns. Und da haben wir in 3-0 gewonnen. Also wenn wir heute das schlechteste Los kriegen sollten, was man kriegen kann, als halt in München, dann sehe ich es mal als gutes Omen. Für diesen Fall. Dann gewinnen wir in München und wollen dann den Pokalsieger. Das ist auf jeden Fall die alles entscheidende Frage heute. Wer spielt gegen wen? Und damit zurück zu Alex, bitte schön. Wer kriegt wen? Ich könnte stundenlang die alten Geschichten immer. Ich liebe ja diesen Wettbewerb. Wir halten fest, letzter Titel Leverkusen 93, Frankfurt 88, letztes Jahr Finale. Schalke 2011, die Bayern 2016. Wir losen jetzt mal aus und schauen, wer wen bekommt. Freue mich sehr, Dr. Englisch, dass Sie dabei sind heute Abend. Der Chefjurist des DFB, fühle ich mich immer deutlich sicherer. Wir müssen heute ja, glaube ich, herzlich wenig beachten. Ne? Wir haben vier Bundesligisten, das gilt die gezogene Reihe. Folge, von daher alle Kugeln keine gleich, Besonderheiten. Alle Kugeln gleich warm, das haben wir auch noch mal getestet. Andreas, bitte ganz besonders gut durchmischen heute, denn die Verantwortung ist wirklich hoch. Halbfinalauslosung des deutschen Fußballpokals 17-18, durchgeführt von Andreas Köpke jetzt. Reicht längst. Wer hat das erste von zwei Heimspielen, Herr Friemuth? Bayern 04 Leverkusen. Bayer Leverkusen 4-2 gegen Werder am Dienstag. Erste Belohnung, Heimspiel. Gegen wen, Herr Köpke? Frankfurt, Schalke oder Bayern?
Ich höre hier vorne Schalke. Ist wie bei einer Auktion jetzt, ne? Leverkusen gegen FC Bayern. Leverkusen Bayern. Das Spiel hat es 5-mal schon gegeben in der Historie. Einmal hat Bayer Leverkusen gewonnen. Und das letzte Mal war es ein Viertelfinale aus vor 2 Jahren. Herr Vollborn, was meinen Sie denn? Es war mein Traum los. Also ich wollte die Bayern zu Hause haben. Ich war nicht derjenige, der sagte, das ist einfacher als im Endspiel, aber es ist auch mein Denken. Ich glaube, es ist für die ganze Spannung des Pokals ist es interessant, wenn die Bayern auswärts spielen müssen, dann haben die Mannschaften, die gegen sie spielen, wenigstens eine reelle Chance, sie zu schlagen. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel. Und da hat er sich richtig in Rage geredet. Leverkusen gegen Bayern München, das bedeutet natürlich, es steht fest. Wir haben als zweites Spiel Schalke mit Frankfurt. Das gab es schon 8-mal. Das erste war 1942, 6-0 Schalke. Und das letzte war 6-0 für Frankfurt 2005. Und die haben sich immer abgewechselt. Und Schalke wäre dran. Nur mal so vorab. Wer hat das Heimspiel, Andreas? Okay. Schalke oder Frankfurt? Zu erkennen? Nicht zu erkennen. Oh, Gott sei Dank. Sehnsuchtsvoll sagt der junge Mann hier Frankfurt. FC Schalke 04. Olaf Kohn. Okay, warte eine Sekunde, wir wollen es einmal offiziell machen. Ich habe immer noch Angst, dass da jetzt irgendwie Paderborn drin ist aus Versehen oder so. Ja. Eintracht Frankfurt. Ja, gut. Alles hat seine Richtigkeit, Olaf Kohn. Und es ist auch richtig aus Ihrer Sicht, dass Schalke das Heimspiel hat, ne? Ja, wie gesagt, nicht gegen Bayern. Das hätte sich jeder gewünscht. Und dann noch zu Hause spielen gegen aber einen unangenehmen Gegner, der nicht umsonst auf dem 4. Tabellenplatz steht. Also wir freuen uns auf die Halbfinalspiele. Und gut ist auch, dass Bayern kein Heimspiel hat. Also so ein kleines Wunder. Ich drücke auch für Leverkusen die Daumen. Alles klar. Dann schauen wir mal. Das ist immer meine Lieblingsübersicht, die beim Halbfinale, die kann ich mir nämlich dann auch auswendig merken. Wir haben Bayer Leverkusen im Halbfinale gegen den Rekordpokalsieger, gegen den FC Bayern München. Und Andreas Köpke ist neues Ehrenmitglied jetzt wahrscheinlich beim FC Schalke 04, denn den hat er ein Heimspiel beschert gegen Eintracht Frankfurt, wo Sie früher mal gespielt haben. Herr Köpke, müssen Sie jetzt ein Statement zu abgeben? Wer gewinnt die jeweiligen Spiele und wer gewinnt dann das Finale? Absolut interessant, muss man sagen. Leverkusen hat sicherlich zu Hause größere Chancen als in München, keine Frage. Und auch Schalke Frankfurt sollte man trotzdem, ich glaube, dass die Chancen da 50-50 sind, weil Frankfurt wirklich eine super Saison spielt. Interessante Spiele, ich glaube, wir können uns alle freuen und sind ja auch einige Torhüter-Kandidaten von mir dabei, dann werde ich mir die Spiele anschauen. Absolut, Rüdiger Vollborn sonst auch nochmal. Also falls Sie Not haben, können genau. Da einen Kontakt nochmal. Wir haben vorhin gerade gesprochen. Ja, sehr schön. 17. 18. April, jeweils live im ersten diese beiden Halbfinals. Herr Frimuth, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Rolle als Ziehungsleiter. Gerne. Peter Frimuth, nochmal einen Applaus. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Frimuth. Und Herr Köpke, wenn Sie ein Stück an mich ranrücken mögen. Denn wir wollen natürlich, wenn wir den Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft hier haben, auch nochmal, danke Herr Frimuth, nochmal ein, zwei Wörter darüber verlieren. Genau, ein paar Kandidaten sind dabei. Hat der Pokalsieger Torwart einen Bonus bei Ihnen, wenn es nicht Lukas Radetzky wird? Ja, Bonus nicht, aber wenn man über Ulreich spricht, der macht es richtig gut bei Bayern. Ja. Vertrag verlängert jetzt und nach anfänglichen leichten Schwierigkeiten, wo schon Kritik aufkam, ist er jetzt wirklich guter Rückhalt bei den Bayern geworden und macht es richtig gut. Es zeigt aber auch, dass wenn man keine Spielpraxis hat, dass es nicht so einfach ist, dann sofort Topleistung zu bringen. Mhm. Aber jetzt im Moment macht er es richtig gut. Gestern haben zwei gegeneinander. Es gibt ein paar mehr Kandidaten. Drei gehen mit nach Russland. Wir gehen sie mal gerne und Sie kommen jetzt. Ihr habt die herausgesucht. Ich schaue mal, ob ich was Neues finde. Wir haben mal eine kleine Vorauswahl getroffen. Entscheidend wird auch Andreas Köpke, unser Gast heute, der gerade das Halbfinale gelost hat. Leverkusen, Bayern, Schalke, Frankfurt. Dominik Fischer hat da eine Auswahl getroffen, da waren 7 Torhüter dabei. Erste Frage, fehlte einer?
Ich habe nichts Neues entdeckt. Die Jungs kenne ich alle in- und auswendig auch. Also ich bin oft genug in der Bundesliga in den Stadien unterwegs. Ja. Und sind natürlich auch die Kandidaten, die immer wieder im Blickfeld sind. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch durch den Confed Cup, wo wir mit drei Torhütern waren, mit Ter Stegen, mit Trapp, mit Leno, die so einen kleinen Bonus haben, sage ich mal, weil sie es da richtig gut gemacht haben. Manuel Neuer ist auch noch da, wobei ich davon ausgehe, auch, dass er richtig fit wird, dass er diese WM spielen kann. Und dann wird die Luft schon dünner, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Qual der Wahl haben wir. Alle, die aufgezählt wurden, sind natürlich, spielen auf sehr, sehr hohem Niveau. Unabhängig davon, ob jemand mal einen Fehler macht. Oder das ist auch nicht das Ausschlaggebende, weil eigentlich fehlerfrei keiner durch eine Saison kommt. Und das ist nicht das Ausschlaggebende, sondern entscheidend ist die Kriterien, die wir anlegen, was ein Torhüter mitbringen muss, um dann eben auch bei uns spielen zu können. Und dann natürlich die Konstanz über einen langen Zeitraum, keine Frage. Und wenn einer mal einen Fehler macht, ist es für uns kein Problem. Wäre morgen, wenn wir im Konjunktiv mal spielen, wäre morgen Nominierung, wären es dann die drei vom Confed Cup? Zu 90%, sage ich jetzt mal, wenn ich morgen nominieren müsste. Aber damit beschäftigen wir uns nicht, weil wir haben jetzt Ende März, also wir haben das letzte Länderspiel haben wir im November gehabt. Jetzt Ende März haben wir nochmal zwei Spiele mit Spanien, Brasilien, zwei super Spiele, wo wir auch gute Mannschaft aufs Feld schicken wollen, wo wir sicherlich nochmal was ausprobieren können. Und dann müssen wir im Mai nominieren. Also von daher mache ich mir jetzt keine Gedanken, was wäre morgen, sondern es kann auch in dem Geschäft kann so viel passieren, es kann Verletzungen geben und da müssen wir vorbereitet sein. Und deshalb sichten wir auch, deshalb schauen wir uns nicht nur Torhüter, sondern eben auch die Feldspieler an, wo ja durch den Confed Cup eben auch wesentlich mehr Spieler jetzt im Blickfeld stehen, die sich berechtigte Hoffnungen machen, eben zur WM zu kommen. Ja, Manuel Neuer, bester Torwart, kein Torwartproblem in Deutschland, bester Torwart der Welt, alles klar, aber seit dem 18. April im vergangenen Jahr hat er nicht mehr gespielt. Unabhängig davon, dass es keiner hofft, aber wenn der jetzt langsam irgendwann wieder reinkommt, wann muss der denn seriös Ihrer Meinung nach wieder spielen und auf welchem Niveau, dass Sie ihn mitnehmen? Reicht da dreimal Training? Bist du okay, Manu? Oder muss das Champions League sein oder irgendwas auf einem Niveau, wo Sie ihn sogar noch mal testen müssten? Aber wenn er jetzt zurückkommt, ist er gut ausgeruht, hat er lange Pause gehabt. Nee, Spaß beiseite. Es ist so, dass Manu auch, das hat er 2014 gezeigt, vor der Weltmeisterschaft, dass er nicht viel Anlauf braucht, dass er hatte sich im Pokalfinale verletzt, hat dann bis zur Weltmeisterschaft eigentlich nicht trainiert. Kein Vorbereitungsspiel. Das war nicht das Pokalfinale im Jahr davor, sondern das war das Pokalfinale direkt davor. Direkt davor. Ja, ja. Wir haben das erste Mal Torwarttraining gemacht in Brasilien und das hatte nichts mit professionellem Torwarttraining zu tun. Das war so ein bisschen Bälle hinwerfen. Und auch das hat er hinbekommen, weil er nicht lange Anlaufzeit braucht. Das ist sein Vorteil. Aber klar ist, dass er dann auch wieder, jetzt wann auch immer, er wird wieder spielen, sag ich, wird die Spiele in der Bundesliga machen, wird dann Champions League sicherlich auch noch eingreifen können. Dann haben wir noch die ganze Vorbereitung, mit Vorbereitung spielen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment bin ich entspannt, weil ich auch mit Manuel ständig im Kontakt stehe. Es läuft alles nach Plan. Und von daher ist es auch jetzt zu früh zu sagen, was wäre wenn, sondern man muss jetzt abwarten. Entscheidend ist, glaube ich, dass man nicht den Druck macht und sagt, du musst jetzt spielen, sondern lieber eine Woche länger wartet oder auch zwei Wochen, dass wirklich nichts passiert. Und ich glaube wohl dem, der so entspannt sein kann, das glaube ich Ihnen, der auch noch einen Ter Stegen zum Beispiel ja dahinter hat. Vielen Dank, Andreas Köpke, für die Aussagen und vor allem fürs Losen heute. Dankeschön. Holen Sie noch was ab bei den Heimspielvereinen hier. Andreas Köpke, herzlichen Dank. Bleiben Sie gerne noch einen Moment. Wir wollen nämlich noch mal auf das schauen, was heute außerfußballerisch noch wichtig war und starten da aus gegebenem Anlass beim Hockey Hallenweltmeisterschaften in Deutschland, in Berlin, die Max-Schmeling-Halle in Riesenerwartung heute, denn sowohl die Frauen als auch die Männer waren im Finale. Schwarz-Rot-Goldener Tag, zusammengefasst von Michael Maske.